Hallihallo, willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie ich die ganzen Videos, die ich auf meinem YouTube-Kanal stelle, zusammenbaue und schneide und aufnehme und wie auch immer. Einige haben mich auf dem Kanal gefragt, wie ich das genau mache und was man dafür braucht, und das zeige ich jetzt kurz mal her. Und zwar, ich habe hier ganz viel Zeug drinnen. Was wir eigentlich brauchen, sind die Sachen, die fünf Sachen hier. Als erstes meine super tolle Cheat-Textdatei, wo die ganzen Sachen drin stehen, die ich machen will während den Episoden, damit ich so wenig wie möglich vergesse. In den letzten paar Folgen hat das nicht so gut funktioniert. Egal. Auf jeden Fall eine Text-Datei, die ich vielleicht in den nächsten Let's Play dann auf eine Word-Datei upgraden, damit ich auch farblich markieren kann. Auf jeden Fall, hier steht alles drin, was wir haben wollen oder was wir machen wollen. Ist natürlich immer gut, so etwas zu haben, um nicht zu vergessen. Dann wollen wir natürlich auch Ton aufnehmen. Bei mir ist es so, ich nehme Ton über ein separates USB-Mikrofon auf. Deswegen steht leider außer Frage, dass ich den Ton, den ich mitspreche, gleichzeitig in FRAPS aufnehme. Deswegen nehme ich den Ton, den ich spreche, nur über Audacity auf und schneide nachher später dann, wenn ich die Folge zusammenschneide, die Audiospur und die Filmspur quasi übereinander und kann auch regeln, wie laut der Game Sound ist, beziehungsweise wie laut meine Stimme ist. Wie Audacity funktioniert, schauen wir uns später gleich an. Das nächste Tool, das wir brauchen werden, ist FRAPS. Das kennt ihr sicher schon. Ja, ich werde da die ganzen Sachen, die Hinweise auf meinen Namen werde ich rausschneiden und so. Bei FRAPS gibt es nichts wirklich Großartiges zu bemerken. Ich nehme die Videos mit 50 Bilder pro Sekunde auf. Also vor allem die Emulator-Videos. Wenn ich PC-Spiele aufnehme, nehme ich das entweder mit 30 oder mit 60 auf. Je nachdem, wie es mich freut oder wie hochqualitativ das Video sein soll. Und das Ganze wird in einen bestimmten Ordner abgelegt, damit ich das alles dann finde wieder. Als nächstes haben wir die Stopwatch. Das ist ein Shareware-Programm, das nicht nur eine super tolle Uhr ist, mit der ich nachverfolgen kann, ob ich eh noch im Limit bleibe, sondern ich kann die bei der Stopwatch auch konfigurieren. Sogenannte globale Hotkeys, das heißt, ist das irgendwo hier, ist das schon länger nicht mehr eingestellt, hier. Und zwar kann man hier die Hotkeys so definieren, dass sie überall gehen, das heißt, die Stopwatch muss nicht im Vordergrund sein, damit die Hotkeys funktionieren, sie kann irgendwo sein. Das heißt, ich kann meinen PlayStation Emulator im Vordergrund laufen lassen, während ich im Hintergrund immer Pause mache bei der Uhr, während ich im Spiel passiere und so weiter. Das ist ganz okay. Du wirst gleich resetten hier. Und als letztes brauchen wir natürlich auch den PlayStation Emulator. Wir sehen schon, da FRAPS läuft, haben wir hier ein kleines Fenster. Also ein kleines Fenster die Bilder pro Sekunde Anzeige. Und der Emulator macht vorerst mal gar nichts. Also vorausgesetzt, man hat das BIOS überhaupt richtig reinkopiert, beziehungsweise richtig von der PlayStation runtergezogen. Dann kommt man hier in das Hauptmenü. Da muss man mal entweder eine CD einlegen oder eine CD auf die Festplatte kopieren, um sie dann auch wirklich dort zu ha wirklich laden zu können. Wenn man die B CD im Laufwerk hat, ich weiß nicht, bei Final Fantasy VII funktioniert es auf jeden Fall vom Laufwerk auch aus. Bei 8 und 9 funktioniert es nur aus dem Laufwerk, wenn man gleichzeitig Tools wie AnyCD oder AnyDVD laufen hat, damit der Kopierschutz umgangen wird, weil normalerweise kann man die PlayStation CDs nicht im PC abspielen. Das ist leider ein bisschen mit Kopierschutz behaftet. Ich habe es allerdings so gemacht, dass ich mir die gleich, nachdem ich sowieso den Kopierschutz umgehen muss, mir die gleich auf die Festplatte kopiert habe. Deswegen lade ich hier immer nur Images. Und da habe ich sogar noch die von Final Fantasy VII liegen. Na, wie auch immer. Genau, was wir machen wollen, ist hauptsächlich hier mal ein Image laden. Dann gehen wir in den FF9-Folder. Dann nehmen wir gleich die zweite. Die erste habe ich gleich. Oh, die erste habe ich sogar noch. Genau, die habe ich anders gerippt. Öffnen die gleich. Und dann startet hier quasi das Spiel. Wir wollen aber gleich ein Save-State laden. Also hier mit Laden und Speichern von Save-States kann man während dem Spiel quasi irgendwo speichern und laden. Sollen wir auch gleich mal ausprobieren, und zwar, ich habe hier schon Breath of Fire Save States, aber die zeige ich nicht her.
Wo waren wir da auf der ersten CD? Nehmen wir den mal. Das müsste die erste CD sein. Ja, da sind wir schon mit Zidane in Lindblom. Übrigens hört ihr jetzt keinen Ton hier, weil ich über Hypercam, mit dem ich das Ganze hier jetzt aufnehme, nur beim Mikro aufnehme, weil das ist zu kompliziert, das zusammen zu aufzunehmen. Das ist mir einfach für den Vorführ also für die Vorführung hier nicht relevant. Und hier können wir einfach schon rumlaufen. So, das funktioniert alles schon. Menü, ganz, ganz klar. Kein Problem. Was wir jetzt machen wollen, ist zuerst mal hier das, die Texte in den Vordergrund. Vorab können wir eigentlich in den Hintergrund stellen. Wir sollten uns nur merken, Position 1, also der Home Key, ist der Hotkey für Fraps. Bild nach oben ist der Hotkey für unseren Timer. Und für Audacity habe ich mir keinen Hotkey gebastelt, weil ich sowieso immer Audacity vorher starte und nachher beende. Also jeweils bei Folge. Das heißt, wir starten gleich mal Audacity. Wir sehen hier die Stimme, die ich schon spreche, nachdem das ja auf mein Mikro eingestellt ist. Normalerweise mache ich das jetzt dann so, dass ich wechsle dann auf den PlayStation-Emulator, bin dann einige Zeit kurz still und drücke dann auf Position 1 und Bild drauf gleichzeitig. Ziemlich laut, damit der Ton von der Tastatur direkt ins Mikro reinkommt, damit ich auch, das ist zu leise, damit ich auch sehe, wann ich genau aufgenommen habe in der Tonspur, damit ich mir später beim Synchronisieren leichter tue. Und zwar mache ich das jetzt, also kurz still sein und dann drauf drücken. Dann sehen wir hier so einen ziemlich lauten Ton, den brauchen wir später, um das Video zu synchronisieren. So, das Video läuft jetzt. Normalerweise würde ich hier sprechen und hier unten läuft schon die Zeit. Das heißt, wir werden hier kurz da rumlaufen. Schauen wir mal, ob es im nächsten Screen etwas gibt. Wie gesagt, ihr hört jetzt den Ton leider nicht. Den Ton werden wir dann später im Schnittprogramm sehen. Hier fahren wir mit dem Aufzug rauf in Lindblom. Das habt ihr alle schon gesehen. Das ist, glaube ich, das erste Mal auf CD1, dass wir nach Lindblom kommen. Ja, nicht allzu interessant. Und das geht halt dann 15 oder das geht halt dann bis zum ersten Schnitt, wenn ich irgendwelche Kämpfe habe. Dann schneide ich natürlich, drücke ich gleichzeitig auf Position 1 und, 1 und Bild ab. Also während der Kampfanimation, also dem komischen Ladebildschirm für den Kampfscreen, drücke ich dann nochmal beide gleichzeitig und dann hört beides auf. Und dann, wenn ich nochmal drücke, ups, habe ich einen verfehlt, dann fangen beide wieder an. Ich habe die auf unterschiedlichen Tasten deswegen gebindet, weil ich zum Beispiel bei Bosskämpfen, wenn ich stehlen muss und rausschneiden muss, während ich quasi aufnehme, damit ich es nicht verpasse, denn das Stehlen, drücke ich eben nur auf Bild rauf, um den Timer zu stoppen. Und dann wieder auf Bild rauf, wenn ich das Item gestohlen habe. So, wir sind aber hier allerdings fertig. Das heißt, wieder draufklicken. Dann können wir entweder, also hier könnten wir noch speichern, das Save State von der aktuellen Folge. Brauchen wir in dem Fall jetzt leider nicht. Damit wir nächstes Mal laden könnten. Wie gesagt, für uns unnötig. Dann machen wir unseren PlayStation mal dazu. Klicken hier auf Stopp. Das können wir auch schon resetten, zumachen. Als Wave-Datei exportieren, das ist jetzt einmal die Test-Wave. Auch das ist zufällig der gleiche Ordner, in den ich die Videos aufnehme. Das hat einen bestimmten Grund, warum sehen wir gleich. So, und dann können wir hier zumachen. Wir brauchen die Änderungen nicht speichern, weil wir haben ja schon gespeichert. Das können wir auch zumachen. Und dann gehen wir in den Folder rein, wo wir das Ganze aufgenommen haben. Hier. Hier sind auch ganz unten schon die neuen Sachen, die ich aufgenommen habe. Und zwar das hier, das sind die Fraps-Dateien vom PlayStation-Emulator und die Audio-Datei, die ich aufgenommen habe. Das Ganze machen wir jetzt auf in unserem Final Fantasy 9 Projekt. Das ist leider schon voll mit den ganzen Folgen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, deswegen, ja, ihr werdet gleich sehen, wie voll das ist. Dann gehen wir zurück in den Folder, damit wir die Dateien importieren können. Das ist übrigens das Video, das ich gerade aufnehme. Schon 2,7 GB, 2,5 GB groß. Na, wie auch immer. Hier haben wir unser Vegas Movie Studio Platinum, das ich mir gekauft habe, extra zu dem Grund. Ah ja, Fraps kostet übrigens so um die, glaube ich, 20 € jetzt momentan. Und Vegas Movie Studio Platinum kostet, glaube ich, 60 oder 70 €. Keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die Folgen, die ich schon irgendwann fertig gerendert habe, glaube ich. Ich hoffe, die habe ich schon fertig gerendert. Ah, ich glaube, das waren die, habe ich schon fertig. Ja. So, schieben wir weg. Schieben wir alle zusammen, die können wir nachher löschen, die brauchen wir nicht mehr. Und dann importieren wir einfach unsere aktuellen Videodateien und unsere aktuelle Audiodatei. Die sind jetzt natürlich deutlich kürzer als die eigentlichen Folgen, weil die nur
paar Minuten lang sind. Und hier sehen wir auch, warum wir das mit dem lauten Ton gemacht haben. Wir suchen uns den lauten Ton jetzt hier und tun ihn ungefähr dorthin, wo der Videoanfang ist. Dann schauen wir am Ende noch. Das passt nicht zusammen. Hier ist der laute Ton vom Ende. Oder, Blödsinn. Das ist der laute Ton vom Ende. Das Video hört aber schon vorher aus. Das heißt, wir müssen das Segment hier daher stellen. Weil hier haben wir eine kurze Pause gemacht. Von hier nach hier haben wir eine kurze Pause gemacht. Deswegen drücke ich immer ziemlich laut auf die Tasten drauf, damit ich sehe, wann genau die Videos dann anfangen und aufhören sollen. Hier können wir noch ein Frame nach rechts rücken. So. Und dann schneide ich einfach raus die ganzen Sachen. Oh. Die Steuerung ist ziemlich einfach. Also mit der Maustaste klickt man hier, um den Strich hier zu versetzen, der gerade das aktuelle Bild anzeigt. Mit Mausraste rein und raus kann man quasi rein und raus zoomen. Es ist sehr einfach, um hier kleinere Segmente rauszuschneiden. Dann mache ich noch einen kleinen Übergang. So ein Fade nennt sich das. Den mache ich normalerweise also 2 Sekunden. Hier mache ich jetzt nur 1 Sekunde. So. Dann machen wir das selber hier. Das hier, heißt, hier schneiden wir die Datei kurz ab. Da schneiden wir auch ab. Dann schneiden wir hier das weg normalerweise. Das müsste normalerweise eine Überblendung sein, weil ich, wenn ich Sachen wegschneide, dann mache ich es meistens so, dass es entweder ein schwarzer Bildschirm im Spiel ist oder so ein Überblendungsbildschirm im Spiel. Dann überblenden wir etwas. Das passt auch. So, dann schneiden wir hier den Ton noch raus. Machen eine weitere Überblendung, auch ungefähr 1 Sekunde. Ist jetzt nicht so genau. Und dann markieren wir das Ganze und rendern das als fertiges Video, also als fertige Folge. Ich habe jetzt auf meinem kleinen Server, den ich zu Hause stehen habe, einen eigenen Folder, wo ich die aktuellen Folgen immer reinrendere. Das ist jetzt irgendwas ganz was anderes. Das ist nämlich, wie heißt das? Final Fantasy 9 Test. Mit einem bestimmten Preset, da kann man einstellen die Auflösung, in dem Fall 1100 x 27, die Framerate, die Bitrate, in dem Fall 2 Kilobit, das müsste ungefähr reichen, Pixelseitenverhältnis. Wenn ihr euch nicht auskennt damit, dann entweder rumprobieren oder bessere Tutorials zu Videoschnitt und Video-Encoding anschauen. Das passt ungefähr so, dann können wir speichern. Dann schreibt ihr das eben direkt auf den Server gleich rein. Es dauert jetzt einige Zeit. Ich werde das jetzt kurz abbrechen, weil das brauchen wir jetzt nicht herzeigen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon im Prinzip fertig. Dann haben wir unsere. Dann können wir. Das brauchen wir auch nicht speichern jetzt. Ist nicht so wirklich interessant. Dann sind wir im Prinzip schon fertig und haben dann so fertig Videodateien. Die da, Erdtempel und vergessene Items, waren die letzten zwei, die man dann einfach hochladen kann. Und so macht man dann die Let's Plays. Das ist im Prinzip alles, was man dazu braucht. Sollte ich etwas Dringendes vergessen haben? Ich glaube eigentlich nicht. Aber sollte ich was vergessen haben, könnt ihr mich gerne noch darauf hinweisen. Ansonsten viel Spaß beim selber Let's Play machen oder selber Game-Videos machen. Und Fragen stellen könnt ihr natürlich immer wieder. Bis zum nächsten Mal in Let's Play Final Fantasy 9 wahrscheinlich, hoffentlich. Sollte nicht mehr allzu lang dauern. Und wir sehen uns dort wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.